Ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit dem Wochenspruch aus Johannes Kapitel 3, Vers 14 und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unser zweiter Sonntag in dem National Lockdown in Südafrika hat zum Thema, nämlich der triumphale Einzug Jesu Christi in Jerusalem, wo wir im Evangelium hören, dass Jesus in Jerusalem einzieht auf einem jungen Esel. Und so rufen die Leute ihm Hosianna zu und erkennen, dass er als König Israels gekommen ist. Aber das Thema für diesen Sonntag kann auch genannt werden, der Schmerzensmann. Und so plötzlich kann es uns erscheinen, wie passen die zwei genannten Themen überhaupt zusammen. Und das kommt zusammen in der Frage, wie kommt Herr Jesus zu uns? Wie empfangen wir unseren Herrn und Heiland? Ist er ein triumphaler König, der mit Palmen begrüßt wird? Ja. Aber löst das sein Kreuzesweg auf? Nein. So bleiben wir bei der Passionsbotschaft, indem wir gerufen werden zur Buße und zur Umkehr, zur Einsicht, dass wir im Leiden Jesu Christi erkennen, dass wir gebrochene Sünder sind, die genau das von ihm brauchen. Dass er als Schmerzensmann den Weg geht, als wunderbarer König, der gekommen ist, um Mensch zu werden, um für uns zu leiden, zur Vergebung unserer Sünden. Unser Herr Jesus Christus, der gekommen ist, um für uns als König, als unseren Herrn zu sterben, der segne uns in diesem Gottesdienst. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved in the Lord, let us draw near with a true heart and confess our sins to God our Father, imploring him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness. Everyone who can, let us kneel. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Almighty God, our Maker and Redeemer, we poor sinners confess to you that we are by nature sinful and unclean, and that we have sinned against you by our thoughts, words, and actions. Therefore we flee for refuge to your infinite mercy, seeking and imploring your grace for the sake of our Lord Jesus Christ. O most merciful God, since you gave your one and only Son to die for us, have mercy on us, and for his sake grant us forgiveness of all our sins. By your Holy Spirit, help us to grow in knowing you and your will, and guide us to truly obey your word, so that by your grace we may come to everlasting life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Almighty God, our Heavenly Father, has had mercy on us and has given his only Son to die for us, and for his sake forgives us all our sins. To those who believe in his name, he gives power to become the children of God and has promised them his Holy Spirit. Whoever believes and is baptized will be saved. Grant this, Lord, to us all. Amen. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. When the humble see it, they will be glad. You who seek God, let your hearts revive. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
Let us pray. Almighty and everlasting God, you sent your Son, our Savior Jesus Christ, to take upon himself our flesh and to suffer death upon the cross. Mercifully grant that we may follow the example of his great humility and patience and be made partakers of his resurrection through the same Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Hear the Old Testament reading as it is found in Isaiah chapter 50. Please follow along in the words in English as we hear it in German. Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir es rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Hear the epistle reading as it is found in the letter of St. Paul to the Philippians chapter 2. We again hear the words in German. Please follow along in the words in English. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Hear the gospel reading as it is found in the gospel according to John chapter 12. Glory be to you, O Lord. The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, Fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard he had done this sign. So the Pharisees said to one another, You see, that you are gaining nothing. Look, the world has gone after him. The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation to all who believe. Praise be to you, O Christ. We confess our faith with the words of the Apostles' Creed.
I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Heilige Schrift für diese Predigt ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Und als er, nämlich Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfärschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun.
Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, durch dein Wort bring unseren Herrn Jesus Christus zu uns heute. Bring uns heute auf Palmarum wieder die Botschaft, wo wir sagen Hosianna, wo wir unseren Herrn und Heiland begrüßen, nicht nur wie wir ihn uns vorstellen, sondern so, wie er wirklich zu uns kommt. Segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, was für kritisierende Leute befinden sich da um Jesus herum? Diese Frau kommt, um was zu tun, was hier wichtig und nötig ist, und schon haben sie eine Weisung, das alles zu kritisieren und zu sagen, wie viel sie Geld wegschmeißt. Aber wenn wir für einen Moment uns ein bisschen nach hinten ziehen, dann merken wir, dass wir eine ähnliche Reaktion haben, wenn viel Geld ausgegeben wird oder wenn einfach allgemein ein sehr drastischer Beschluss ausgeführt wird. Wenn jemand etwas Drastisches tut und in Leidenschaft etwas ausführt im Leben, dann hat man auch eine kritische Reaktion, indem man sagt, hätte man das nicht besser machen können? Ja, jemand gibt aus für diesen Grund, aber hätten sie es nicht lieber für was anderes spenden können? Da wir auch diese Kritik haben, denke ich, es ist gut für uns, um uns ein bisschen mit den Leuten zu stellen, wie sehr wir ihre Reaktion auch für schlecht achten könnten. Denke ich, es tut uns gut, uns in ihren Schuhen hineinzusetzen, nämlich diese Zuhörer, die daneben stehen und sehen, was diese Frau macht. Denn es ist eine wichtige Frage. Was macht sie denn eigentlich da? Dahin ist es uns heute eine Hilfe, indem Jesus nicht nur zu den Zuschauern an dem Tag, sondern auch zu uns spricht und uns was sagt über dem, was sie ihm tut. Das erste ist, sie gibt sehr viel Geld aus. 300 Silbergroschen, das war in der Zeit etwa ein Jahreslohn für einen typischen Arbeiter. So viel Geld gibt sie in einem Moment aus. Jesus spricht nicht da umherum oder sagt, dass sie es nicht tut, sondern es hängt an der Frage, ob es was Nützliches ist, was sie tut. Da ist denn das Licht, was Jesus drauf wirft, ist, warum tut sie das? Und er sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Jesus hat schon verschiedene Male seine Jünger gesagt, dass er den Kreuzesweg geht, dass der Menschensohn zu sterben hat, dass er sterben wird und am dritten Tage auferstehen wird. Aber die Jünger, die haben Schwierigkeiten mit dem Kreuz, dass ihr Herr, ihr Lehrer, ihr Messias, dass er den Kreuzesweg gehen soll, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Das plagt sie. Es plagt sie, weil es greift ihre Vorstellung an und wie sie sich hineinleben, wie sie den Weg führen mit Jesus. Wo sie es wegschieben, was Jesus sagt, und einfach versuchen zu sehen, wie Jesus trotzdem einen Weg so bahnen könnte, wie sie es hoffen, da kommt diese Frau. Und Jesus wird wirklich wahrgenommen von ihr, indem sie ihn vorbereitet, ihn ölt und ihn bereitet für seine Beerdigung. Für sein Begräbnis salbt sie ihn. Sie ölt ihn dafür, nämlich indem sie in ihr Zeugnis zeigt, das ist, wer er ist. Er ist der leidende Mann, der menschgewordene Gott, der gekommen ist zu sterben. Sie spricht ihr Glauben dahin aus, dass sie so viel Geld ausgibt in einem Moment, weil sie
drückt hiermit aus, dass er zu sterben hat, dass er der Schmerzensmann Jesus ist. Ja, harte Konsequenzen hat das finanziell, was sie gerade tut. Das wird viel Impact gehabt haben auf ihr Leben. Aber sie tut es. Sie tut es, weil sie da in den Wert sieht, in dem, wofür Jesus gekommen ist. So hat sie eine Leidenschaft, was sie ausdrückt, indem sie in eine drastische Weise so viel ausgibt, um Jesus auszudrücken als den leidenden, sterbenden Herrn. Und so sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ja, wir gedenken ihrer heute. Wir hören von dieser Frau und was sie gezeugt hat von Jesus. Und damit spricht es auch uns an. Es fragt uns, wie empfangen wir unseren Herrn und Heiland Jesus heute am Palmaro, wo die Palmen wieder uns daran erinnern, dass Jesus triumphal Jerusalem hineingeht. Was heißt denn eigentlich Hosianna? Hosianna wird ihm zugesungen und sein Name wird gepriesen, aber was heißt das eigentlich, Hosianna? Hosianna bedeutet, rette uns. Rette uns? Ja, vielleicht hatten die Leute sich vorgestellt, Jesus würde doch irgendwie zu einem typischen König und Helfer und ein großer Leiter sein, der irgendwie eine Armee hervorruft und in Welt und Zeit bombastisch alles ändert. In Welt und Zeit in so einer Weise, wie sie es sich vorstellen, indem die Römer abgetrümmert werden und sich Konsequenzen zeigen, indem die Israeliten wieder, wie sie es hofften, an die Macht kommen. Aber Jesus kommt nicht so. Und so ist die Frage, wo das Hosianna ausgerufen wird von dir und mir. Was rufen wir aus und was bekommen wir? Rufen wir zu Gott? Dürfen wir Gott alles? Wir dürfen alles zu ihm sagen. Wir dürfen ihn fragen, um uns zu helfen mit unserer leiblichen Not. Wir sollen ihn sogar fragen. Wir bringen unsere Not und unser Leid zu ihm. Aber so werden wir auch hier daran erinnert, dass Jesus in seiner Weise kommt und da, wo wir, besonders in dieser Lockdown-Zeit, während dieser Pandemie, wo der Virus sich weit verbreitet, sie eingestellt sind auf leibliche Not, finanzielle Sicherheit, da ist gleichzeitig diese Botschaft, die kommt uns, wo Jesus sagt, dass diese Botschaft, die er mit sich bringt, wofür er gekommen ist, ist nicht nur zeitlich, sondern während Zeit und Welt bringt er die ewige Botschaft zu uns. Er spricht uns an, indem er als Leidende und wie weh es unsere Augen auch tun kann, um ihn anzuschauen als Leidende, ja, als Leidende ist er gekommen. Er ist gekommen, damit er nicht nur zeitliche Hilfe bringt, sondern eben die ewige Lösung. Die bringt er, indem er stirbt für unsere Sünden und den Preis bezahlt. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf das ich sein Eigen sei. Dass du und ich in ihm die ewige Lösung haben, dass wir mit Gott versöhnt sind. Das empfangen wir heute wieder als Botschaft an Palmaro. Dass, wo Jesus zu uns kommt, er ist der Schmerzensmann. Er umgeht nicht das Kreuz, sondern er geht genau auf das Kreuz hin. Und für mich und für dich heißt das Passion, auch während Lockdown. Die Erinnerung an der Bußfertigkeit und zu sehen wieder, dass in Jesus ist genau das ist, wofür er gekommen ist. Dass wenn wir zu ihm rufen und zu ihm beten und zu ihm schreien um Hilfe, dass er uns das auch gibt, aber dass es im Vollen und im Ganzen das Evangelium ist, das uns tröstet. Nämlich, dass Gott Mensch wurde, um den Preis zu bezahlen für unsere Sünden.
Das ist, wo wir heute wieder durch dieses Zeugnis dieser Frau an erinnert werden. Denn auch wo wir kritisch ausbrechen und auch unsere Augen ein bisschen irritiert sind an dem, wie diese Frau das macht, auch wenn wir das vielleicht nicht so gerne erkennen möchten, es plagt uns doch, dass so viel hingegeben werden muss, um Jesus auszusprechen als der Leidende. Muss ich noch viel preisgeben? Aber damit wendet Jesus durch dieses Zeugnis der Frau den Blick dahin, dass Jesus den großen Preis dahin gibt. Und daher wird dieser Tat der Frau so viel Gedächtnis gegeben, dass sie zeugt in so viel, was man Verschwendung nennen möchte, ein großes, liebevolles, leidenschaftliches Zeugnis von dem Schmerzenmann Jesus. Das Evangelium hat Jesus schon in seiner Lebenszeit gesagt, indem wir ihn hier erleben, dass wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, ja, Jesus wusste schon, dass das Evangelium überall gepredigt wird und dass du und ich von ihm hören. Heute ist das wieder zu uns zum Trost. Unser Herr Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, der lebt und regiert mit Gott, der ist gerade deswegen gekommen, dass das Evangelium zu dir und zu mir kommt. Und so ist diese Botschaft von der Frau uns zum Trost. Zum Trost, weil es unser Glauben wächst. Uns nochmal wieder darauf hinweist, dass auch wie schmerzhaft es ist, um die Sachen zu sehen um uns herum und dass sie wollen sich einfach nicht ändern und wir werden zu einer schmerzhaften Botschaft gerufen. Aber so schmerzhaft wie Jesus leidet, so tröstend ist das. Weil das ist er. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser, der am Kreuz stirbt und er ist dein Retter. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, wo alle Welt verlangen? Das ist er. Wo wir auch nicht genau wissen, wo wir nicht alle Antworten haben, wie wir leidenschaftlich das ausdrücken wie diese Frau. So bahnt Jesus heute den Weg zu dir und zu mir. Durch das Evangelium, durch diese Worte, indem du wieder hörst, dass dein Herr Jesus so einen teuren Preis für dich bezahlt und für dich stirbt, zur Vergebung deiner Sünden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, stärke und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
As our Lord Jesus entered Jerusalem to the shouts of Hosanna, so hear our prayers as we bring them before you now. O Holy Spirit, as our Lord Jesus humbled himself by making himself a servant to all, so help us to have the mind of Christ, that we may serve our neighbor humbly in his name. Give us opportunities in this time to serve and proclaim Christ in our words and actions, thus bringing glory to his name. O Lord, you do not desire the death of any sinner, but that all would turn in repentance to you. Bless the preaching of your gospel and the administration of your sacraments in the far-flung places of our world. Convert those who do not yet know Christ, and sustain those who face danger and opposition for the name of Christ. Bless all missionaries as they proclaim Christ in such places. Make them bold to declare your saving gospel. Heavenly Father, you hold in your hand all the might of man. We ask you to give wisdom to our world leaders that they might govern with integrity and respect the rights of all. Bring to nothing the plans of those who oppose your will. Bless especially our country and all who serve our nation. We pray in this time of this virus that you would guide the leaders of our country to make decisions according to your will for the good of our people. According to your gracious will, O Lord, look in mercy on all those who suffer illness and physical disability. Bless them with what is best for them according to your will, and help them to trust in your manifold mercy. Use us also to help them, so that we may serve their bodily needs. Use us, especially in the situations where we still interact socially, that we care for the bodily needs of others, and listen to the advice given to us medically. Take into your loving care all those who mourn the death of loved ones. Give to them peace and comfort in Christ's resurrection from the dead. All these things and whatever else you would have us ask, grant us, Heavenly Father, for the sake of him who died and rose again, and now lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace.